Kapitel 12. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Jesus von den Toten auferstanden, darum singen wir froh, Halleluja. Herrlich ist Jesus von den Toten auferstanden, darum singen wir froh, Halleluja. Er lebt, er lebt. Wie wunderbar, dass Jesus lebt. Er lebt, er lebt. Wie wunderbar, dass Jesus lebt. Er hat den Tod bezwungen, als er am Kreuz gerungen. Wie wunderbar, dass Jesus Christus lebt. Er hat den Tod bezwungen, als er am Kreuz gerungen. Wie wunderbar, dass Jesus Christus lebt. Er lebt. Er lebt, wie wunderbar, dass Jesus lebt. Er lebt, er lebt, wie wunderbar, dass Jesus lebt. Sieg
Königreich ist Jesus von den Toten auferstanden. Darum singen wir froh Halleluja. Siegreich ist Jesus von den Toten auferstanden. Darum singen wir froh Halleluja. Er siegt, wie wunderbar, dass Jesus siegt. Er siegt, wie wunderbar, dass Jesus siegt. Er hat den Sieg erstritten, als er am Kreuz gelitten. Wie wunderbar, dass Jesus Christus siegt. Er hat den Sieg erstritten, als er am Kreuz gelitten. Wie wunderbar, dass Jesus Christus siegt. Er siegt, wie wunderbar, dass Jesus siegt. Er siegt, wie wunderbar, dass Jesus siegt. Mächtig ist Jesus von den Toten auferstanden, darum singen wir froh Halleluja. Mächtig ist Jesus von den Toten auferstanden, darum singen wir froh Halleluja. Er herrscht, wie wunderbar, dass Jesus herrscht. Er herrscht, wie wunderbar, dass Jesus herrscht. Er hat den Thron erworben, als er am Kreuz gestorben. Wie wunderbar, dass Jesus Christus herrscht. Er hat den Thron erworben, als er am Kreuz gestorben. Wie wunderbar, dass Jesus Christus herrscht. Er herrscht, wie wunderbar, dass Jesus herrscht. Er herrscht, wie wunderbar, dass Jesus herrscht. Herrlich ist Jesus von den Toten auferstanden, darum singen wir froh Halleluja. Herrlich ist Jesus von den Toten auferstanden, darum singen wir froh Halleluja.